Hallo meine Lieben, Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und heute schauen wir uns Heap an aus dem Hause Privately Press. Es handelt sich um ein neues, nein, nicht ein neues, aber ein weiteres Board Chess Games. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe aus der Serie schon mal was vorgestellt. Damals war es das Spiel Zombies Keep Out mit der Erweiterung und bei den Botchers Games geht es immer darum, dass man kleine Kobolde, Goblins, Gnomes, ich weiß immer gar nicht, welche Rasse was ist eigentlich genau. Das ist immer echt schwierig für mich rauszufinden, was nun diese Rasse hier eigentlich ist. Ich könnte nachgucken, aber ich glaube, es sind Goblins. Aber ist es auch wurscht. Und die sind eigentlich immer ganz witzig. Die wollen ja immer Maschinen bauen. Es gibt vier verschiedene Fahrzeugtypen, die wir haben. Einmal einen Helikopter, diesen hier, eine Seite Turbo und eine normale Seite. Das gleiche gilt hier für dieses heiße Motorrad hier, für diesen Truck hier und für dieses Stunt Car. Alle immer eine Turbo-Seite hier und eine normale. Was tun wir in diesem Spiel? Jeder Spieler erhält eins von diesen vier Geräten, also so, dass jeder vier hat nachher. Und wir wollen die verbessern, so wie diese kleinen Gnome Goblins das immer machen wollen. Es gibt eine kleine Reference Card, wo drauf steht, was ist. Zweiseitig bedruckt, was die Symbole heißen. Und es gibt 100 dieser Teilkarten, die man da nachher zieht. Ich werde euch gleich erzählen, wie das geht mit den Regeln, aber ganz kurz, was es hier für Sektionen gibt. Hier einmal ein Bild, hier einmal, was es für eine Verbesserung ist, welches Fahrzeug verbessert wird. Hier ist ein Angriffs- und ein Verteidigungswert. Hier ist ein sogenannter Botch oder eine Botchbox und hier ist eine Rushbox. Ja, das ist es schon mal. Ich spiele heute mit drei Personen, dafür werde ich den Tisch etwas umorganisieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht mein umorganisierter Tisch aus. Ich spiele heute nur mit zwei Spielern. Hier die vier Fahrzeuge für den einen Spieler, hier die vier Fahrzeuge für den anderen Spieler, hier unten die Reference Cards, die brauche ich nicht. Und dann wollen wir mal erklären, wie das Spiel geht. Ich fange damit an, dass jeder erst einmal sechs Karten auf die Hand kriegt. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 und 6. So, dann habe ich hier einen Nachziehstapel und hier werde ich nachher einen Discard-Piler. Der ist auch auf jeden Fall face down, ganz wichtig. Was kann man nun machen? In der ersten Runde ist es eine Zugkarte. Da kann man von den restlichen Karten, die man hat kein Handlimit, also man kann unendlich viele Karten auf der Hand haben, aber von den restlichen, die man hat, kann man so viele wegwerfen, wie man will. In den noch leeren Discard-Pile hier oben und dann wieder auf 6 auffüllen. Hatte man mehr vorher, wie 9 zum Beispiel, dann macht es natürlich keinen Sinn, hier Karten abzuwerfen. In der nächsten Phase motzt man seine Autos auf. Für das Autos aufmotzen oder Fahrzeuge aufmotzen nutzt man diese Karten. Jetzt gucken wir uns mal hier einfach zwei Karten an. Zack, hier. Das hier, wie man sieht, sind Reifen für den Laster. Was kann man mit diesen machen? Und das hier ist eine Engine, also ein Motor für den Helikopter. Man darf bis zu zwei Aufmotzungen machen. Sagen wir mal, dieser Spieler hätte die, dann darf ich diese Karte nehmen und hier rantun. Bombs, wie dieses zum Beispiel. Da wir uns in der sogenannten Botch-Phase befinden, also während ich arbeite, ist dieses Kästchen hier, das linke Kästchen, nicht das schwarze mit der Hand drauf, sondern das Botch-Kästchen entscheidend. Und das bedeutet, dieses kleine Symbol da über, bedeutet, ich ziehe eine Karte, danach bestimme ich einen anderen Spieler, der auch eine Karte zieht. Das würde ich jetzt machen und dann habe ich das gemacht. Eins nach dem anderen immer, danach könnte ich dieses hier nehmen und meinen Rambock hier aufrüsten und das bedeutet hier, ich darf meinen linken Nachbarn einen Gegenstand beschädigen. Eine Verbesserung, um genau zu sein. So, zack, dürfte ich das machen. Jetzt müsste der andere einen beschädigen. Habe ich ein beschädigtes Teil, drehe ich es einfach um, so, und dann ist es erst einmal beschädigt.
Möchte ich jetzt nun in einer weiteren Runde oder in der gleichen Runde, weil ich eine beschädigte Karte habe, von meinen 6 Handkarten dieses hier reparieren, dann nutze ich einfach eine Karte, egal welches Teil das ist. Hauptsache es entspricht dem Auto, werfe diese Karte ab und zack, drehe dieses hier rum, um es zu reparieren und habe es dann wieder heile gemacht. Wofür sind heile oder kaputte Teile gut? Gleich mehr. Das macht man nach den Spielern. Hat der erste Spieler das gemacht, darf auch der zweite Spieler das machen und so weiter und so fort. Danach gibt es eine Rallye-Phase. Manche dieser Karten haben, wie diese hier zum Beispiel, dieses Symbol hier. Das bedeutet, bestimme ein Auto. Wenn ich also meinen Laster hiermit ausrüste, zack, darf ich jetzt einen Autotypen bestimmen, der auf jeden Fall das Rennen bestimmt. Ist der nächste Spieler dran und legt der noch eine Karte, ja, dann darf der natürlich gegebenenfalls das Auto bestimmen, aber es muss natürlich dieses Symbol haben hier in der sogenannten Botchbox. Haben wir nun also unsere Autos mit bis zu 2 Teilen, ich weiß, jetzt liegen hier 3 dran, bis zu 2 Teilen ausgerüstet und oder bis zu bis zu 2 repariert, also man darf von seinen 6 Karten maximal 4 in dieser Phase nutzen, dann beginnt der Rush zum Hieb. Wie schon gesagt, nur ein Auto ist dabei, hat keiner eine dieser Challenge-Karten gespielt, hier mit dem Symbol, dann darf jeder sich eins aussuchen, welches er entsendet. Also der kann das nehmen und der kann das nehmen. Diese Autos, die man nun entsendet, da beginnt der Spieler mit der Startkarte hier und dreht als allererstes einen vom Hieb um. Diese Regel skippe ich ganz kurz vom Hiebdeck, weil nachher antwortet jeder von der Hand. Nur der Startspieler dreht eine um. Und jetzt gucken wir in diese Ecke. Wir haben ja schon hierhin geguckt, was das ist. Wir haben auch schon hierhin geguckt, was das ist. Was das ist, haben wir noch nicht angeguckt und das auch noch nicht. Ganz kurz noch, man darf natürlich nur einmal hier dieses Symbol haben pro Fahrzeug. Ich denke, das ist klar. Dieses bedeutet, der Angriff erfolgt in Rot. Man sieht das obere rote Symbol. Als Verteidigungskarte wäre es eine grüne. Nun ist es, das hier ist ja der Startspieler, sein Zug und er muss aus seinen Handkarten hier eine Karte wählen. Sagen wir mal, er hätte diese hier als Handkarte hier. Ein rotes Verteidigungssymbol. Zack. Natürlich kann man mit einem roten Angriffssymbol nur weiterspielen, wenn man auch ein rotes Verteidigungssymbol hat. Als nächstes würde es sich jetzt hier um einen gelben Angriff handeln und jetzt ist es an seinem Zug, eine gelbe Abwehr zu machen. Also zum Beispiel diese und wieder einen roten Angriff herbeizuführen. Es gibt einige Universalsymbole, dieses hier zum Beispiel, da darf ich bestimmen, welche Angriffsfarbe es ist. Es gibt auch einen schwachen Angriff, wo ist der denn? Ja, wenn man ihn sucht, ist er natürlich nicht da. Schade. Diesen hier, den kann ich mit jeder Farbe meiner Farbe abblocken und das unten ist dann ein Universal-Verteidigungsteilchen, was ich immer nehmen kann. Und nun wird es ganz interessant. Wir erinnern uns, diese hier kam vom Stapel. Das war die erste Reaktion von diesem Spieler. Nun gucken wir, ob ich eine Karte habe mit dem Fahrzeug. Ich habe ja dieses Fahrzeug vielleicht entsendet, was dazu passt. Und da habe ich eine hier zum Beispiel, wenn ich eine LKW-Karte spiele, hier, Achtung, darf ich eine Karte ziehen. Jetzt kommen nämlich diese verbesserten Symbole ins Spiel. Ich habe eine LKW-Karte gespielt, also darf ich sofort eine von hier auf meine Hand nehmen. Denn dieses Symbol besagt ja immer auf die Spielerhand. Der nächste Spieler wäre dran, hat dieses gespielt. Sagen wir mal, er hat auch Verbesserungen, zum Beispiel diese hier. Das bedeutet, egal welche Karte ich spiele, ich darf eine ziehen und ich muss jemand anders bestimmen, der auch eine spielt. Dieses Battle geht so lange, bis der letzte Spieler ausgestiegen ist und nur noch einer übrig ist, also Last Man Standing. Und dann wird das Loot gemacht.
Was ist Loot? Und das ist ganz einfach. Hier einige dieser Symbole haben hier diese, ja, Haken, sagen wir mal. Wenn man die botcht, also wenn man die zu einem Fahrzeug dazu macht, dann kriege ich eine in meinen persönlichen Loot Pile. Der heißt nicht Loot Pile, aber ich nenne das so mal, weil es hier ja sich wirklich dann um sozusagen ja, so eine Art Beute handelt. In Wirklichkeit heißt das Ding Haul, also ich darf das in meinen eigenen Haufen tun. Dieser Haufen ist ganz wichtig, der entsteht hier und wird immer verdeckt sein. Nur, dass das mal klar ist. Das ist aber nur ein privater. Am Ende dessen wird dann geguckt, ob ich gewonnen habe hiernach. Immer nur, was an meinem Fahrzeug ist, das auch gekämpft hat. Dieses hier heißt, wenn ich gewonnen habe, darf ich nochmal 3 in den Stapel tun. Dieses hier heißt, wenn ich teilgenommen habe. Also auch, wenn ich verloren habe. Und am Ende des Kampfes darf jeder jetzt hier seine Karten aus diesem Stapel herausnehmen, aus dem eigenen, und Verbesserungen an seinen Autos vornehmen. Danach geht der Startspieler weiter zum nächsten Spieler und so weiter und so fort. Das Ganze passiert so lange, bis jedes Auto 3 verschiedene Verbesserungen hat. Ich habe ja schon gesagt, diese Verbesserungen hier, ich zeige sie euch nochmal hier, 1, 2, 3 verschiedene in diesem Fall. Niemals darf man an ein und demselben Auto, nehmen wir mal an, beides hätte ein Helikopter-Symbol, dann darf man 1 anbauen, aber nicht beide. Sollte man das zweite anbauen, ersetzt man es einfach. Also hier zum Beispiel bei diesen hier. Man darf natürlich nicht 2 unterschiedliche Energiemaschinen drin haben. Ja, hat der erste Spieler 3 an jedem seiner Fahrzeuge, dann läuft dieses Battle etwas anders. Dann flippt man alle diese hier um auf die Turbo-Seite, diese hier. Und dann läuft das Battle etwas anders ab. Das sehen wir dann gleich in der letzten Folge. Das macht der andere Spieler auch. Der dreht ebenfalls seine auf die Turbo-Seite, aber nur die, wo er auch 3 Karten dran hat. Alle anderen, die man schon als Verbesserung hat, werden dann auch gleich discardet, sodass derjenige, der bei jedem Fahrzeug 3 dran hat, dann natürlich keinerlei Verbesserungsaktion mehr hat. Hat man einmal dieses finale Rennen gestartet, wird auch automatisch ein Sieger gekürt. Das heißt also, derjenige, der das finale Rennen gewinnt, wird auch das ganze Spiel gewinnen. Das ist schon mal klar. Was macht man? Man wirft seine Hand ab und zieht hier nach. Hier zum Beispiel 3 für sich selber und dann eine Discarden, wenn man das auf Turbo hätte. Hier 3 und 2 Discarden und so weiter und so fort. Hat man das nicht auf Turbo, kriegt man meistens nur eine. Des Weiteren ist es so, dass diese Boxen hier ganz klar hier auch hinten besser werden. Hier, da kann man in der Regel dann mit einer nochmal im Rush sozusagen eine Verteidigung machen. Ja, wer immer dann das letzte finale Battle gewinnt, gewinnt das Spiel. Und ich würde sagen, damit habt ihr jetzt alles gesehen zu den Regeln und zum Spiel von Heap Private Press. Und wenn wir uns wiedersehen bei Cyrils Brettspiele durchgespielt, mein Name ist Nils, dann spielen wir das Spiel Heap. Bis dahin alles Gute. Tschüss.